Jedes Jahr erblicken in Weißenfels derzeit um die 280 neue Erdenbürger zum ersten Mal das Licht der Welt. Einmal im Vierteljahr sind diese zusammen mit ihren Eltern eingeladen, ein kleines Willkommensgeschenk abzuholen. So auch am 24. Mai im Kulturhaus. Wir haben heute die 9. Willkommensparty für unsere Neugeborenen in Weißenfels. Wir veranstalten die Sache gemeinsam mit der Stadt Weißenfels seit Anfang, Mitte 2014, haben dort schon über 100 Kindern den Geburtstaler überreicht. Der Geburtstaler wurde auf Initiative unserer Mitarbeiterin kreiert. Da ist auf der einen Seite ein Kindergesicht zu sehen und auf der Rückseite ist das Schloss zu sehen. Und wir denken, dass es eine schöne Erinnerung ist für die Kinder, wenn sie später mal, egal wo sie hinkommen, in welche Länder, dass sie da eine Erinnerung an ihre Heimatstadt haben. Und unsere Heimatstadt ist sehenswert. Für ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm sorgten die Kinder der Kita Anne Frank. 20 der im vergangenen Vierteljahr 68 Neugeborenen kamen dann auch auf die Bühne, um sich das Willkommensgeschenk mit ihren Eltern abzuholen. Neben der besagten Münze sind auch Gutscheine unter anderem für den Heimatnaturgarten, das Museum im Schloss und die Stadtbibliothek enthalten. Die Resonanz ist sehr gut. Zu jeder Veranstaltung haben wir von 20 bis zur Spitze 43 Babys da und es wird sehr gut aufgenommen. Und die Eltern sind auch sehr dankbar für diese kleine Sache. Die es in dieser Art nicht nur in Weißenfels gibt. Wir haben das insgesamt in unserem Geschäftsgebiet ins Leben gerufen. Das ist einmal in der Stadt Naumburg, in der Stadt Merseburg. Dort wird diese Veranstaltung auch gemacht. Also es sind schon sehr, sehr viele Kinder von uns mit diesem Geburtstaler jeweils stadtspezifisch willkommen geheißen.